Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Zugrennen in Transportfieber 2. Ich freue mich mal wieder sehr, dass ihr mit dabei seid. Heute treten zwei Triebzüge gegeneinander an, nämlich der Siemens D0 HC und der Bombardier Talent 3. Ich denke, dass das ja ein ganz gutes Match ist. Beide haben auf jeden Fall dieselbe Höchstgeschwindigkeit mit 160 km/h. Das Einzige, was hier ja wirklich eine große Diskrepanz darstellt, ist die Leistung und auch das Gewicht. Aber die beiden Kategorien sollten sich eigentlich ausgleichen. Das schauen wir uns gleich mal im Detail an. Wir haben hier vorne den Siemens D0 HC, ein wunderbares Fahrzeug. Eins meiner Favoriten, war ja im Adventskalender im Transportfieberforum. Und dann haben wir hier den Bombardier Talent 3. Auch ein wunderbares Fahrzeug, habe mich hier für die vierteilige Variante entschieden. Warum? Weil auch der Siemens D0 HC vierteilig ist. Ist natürlich etwas kürzer, hat wahrscheinlich einiges an Gewichtsvorteilen, aber wir gucken uns das mal im Detail an. Gehen wir mal rein ins Depot und schauen mal. Einmal hier unten haben wir den Siemens D0 HC. Alle drei Varianten haben ja dieselben Daten. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, Leistung 4000 Kilowatt, eine Zugkraft von 300 kN und ein Gewicht von 196 Tonnen. Definitiv mehr als der Talent 3. Das sieht man ja schon auf den ersten Blick. Er ist länger, er ist höher, er ist breiter. Das ist natürlich klar, dass er da mehr wiegt. Aber der Bombardier Talent 3, der wiegt zwar nur 122 Tonnen, hat dafür aber auch nur knapp die Hälfte der Leistung, hat dafür aber sogar ein bisschen mehr Zugkraft und schafft ebenfalls 160 Stundenkilometer. Ich hätte mich jetzt hier auch für die fünfteilige Variante entscheiden können, aber da seht ihr, da hat er knapp 1000 Kilowatt Leistung mehr, hat nochmal 160 Kilonewton an Zugkraft mehr, hat dafür aber nur 25 Tonnen mehr Gewicht. Ich denke, dass das dann ein ungleiches Match gewesen wäre. Und wie gesagt, dafür, dass der Siemens D0 HC ja auch vierteilig ist, passt das eigentlich ganz gut. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen nochmal hier gucken. Die Strecke, wer noch nie dabei war, wir gehen hier einmal in die Linkskurve. Dann halten wir hier vorne einmal an dem ersten Haltepunkt. Hier werden keine Passagiere geladen, das sage ich gerne immer dazu, damit es fair bleibt. Wenn der eine 10 lädt, der andere 100, ist natürlich klar, dass da der eine länger steht als der andere. Kann natürlich trotzdem passieren, weil die Türanimation hat dann teilweise auch unterschiedliche lange Zeit, die sie dauert. Dann gehen wir hier gerade durch in den zweiten Haltepunkt. Ups, ich habe noch eins vergessen. Nach dem ersten Haltepunkt muss der Zug auf dem rechten Gleis hier einmal über die Überwerfung fahren. Der auf dem linken Gleis darf einmal unten drunter durch. Dann fahren wir hier in den Haltepunkt. Und hier wird wieder nichts geladen. Das ist nur, damit wir anhalten, einmal die Türanimation und weiter geht's. Und hier muss dann der andere Teilnehmer ebenfalls über die Überwerfung. Und der andere hat den Vorteil, unten drunter durchzufahren. Und dann am Ende nochmal eine Rechtskurve, um die Linkskurve vom Anfang auszugleichen. Hier wird dann nochmal die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Und dann sind wir hier im Ziel. Und ganz einfach, wer hier als erstes durchfährt, hat das Rennen gewonnen. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch und gerne auch, gerne Vorschläge unten in die Kommentare, was man mal gegeneinander fahren lassen könnte. Ich kann natürlich nicht alles umsetzen, was ihr mir da so vorschlagt, aber ich lese mir das alles durch und ja, was mir dann auch zusagt, das werden wir dann in der Zukunft mal gegeneinander fahren lassen. Jetzt aber erstmal der Siemens D0 HC gegen den Bombardier Talent 3 in diesem Rennen und dann starten wir die beiden Züge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Ganze gefällt. Gerne auch Daumen nach unten da lassen, falls ihr sagt, nee, was ist das für ein Blödsinn? Das gefällt mir gar nicht. Abo nicht vergessen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr, wenn ihr Bock darauf habt. Und wir starten das Ganze. Viel, viel Spaß. Auf geht's zu einem neuen Rennen hier auf meinem Kanal. Go! Ja, war zu erwarten, dass der Talent hier besser aus der Garage kommt, sag ich mal. Aber der Siemens D0 HC hier schon, wow, der zieht hier aber ordentlich weg. Dass das dann am Ende doch so klar ist, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Der macht hier aber ordentlich Meter.
pinnen wir das mal an, damit wir beide Fenster hier offen haben können. Machen wir hier oben beides rein. Und dann sehen wir hier, dass der Siemens C0 HC hier schon ordentlich Vorsprung hat. Hat natürlich sogar hier am Anfang auch die Innenbahn. Gleicht sich dann natürlich am Ende wieder aus. Hat der Talent 3 die Innenbahn. Ja, ist hier schon 2 Zuglängen vorweg. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Weil er ja viel mehr Gewicht hat. Klar, er hat die doppelte Leistung, aber weniger Zugkraft. Und dann fahren wir hier in den ersten Haltepunkt. Und hier wird sich dann zeigen, wer die längere Türanimation hat. Sollte hier der Siemens C0 HC im Vorteil sein, was die Türanimation angeht, dann glaube ich, ist das Rennen schon entschieden. Gucken wir mal, ob das Ganze eventuell noch mal ein bisschen spannend wird. Die Türen gehen auf. Hui, hier ist der Talent 3, aber tatsächlich definitiv im Vorteil. Ist jetzt schon wieder auf der Reise. Und jetzt kann erst der Siemens C0 weiterfahren. Der hat natürlich jetzt erstmal den Vorteil, dass er unten unter der Überwerfung durchfährt. Sollte sich dann wieder an die Spitze setzen. Aber natürlich beim nächsten Haltepunkt wird da der Bombardier Talent 3 wieder im Vorteil sein, was die reine Standzeit angeht. Ja, setzt sich hier wieder an die Spitze. Hat eigentlich hier wieder einen sehr, sehr guten Vorsprung, aber der hat ihm eben auch nicht gereicht. Und er muss ja noch über die Überwerfung fahren, ne? Das sollte dann dazu führen, dass der Talent 3 hier das Rennen echt machen könnte. Aber ist ja nur realistisch, weil in der Realität hat ja auch nicht jeder Zug gleich lange Ladezeiten. Aber wir können das hier auch mal zumachen. Da gehen die Türen auf. Und auch schon wieder zu beim Talent 3. Ja, das ist, der hat da den absolut klaren Vorteil. Macht sich jetzt schon wieder auf die Reise. Darf unten drunter durchfahren. Vollgas geben unter der Unterführung durch. Der Siemens C0 HC muss oben drüber und wird dieses Rennen wohl oder übel dadurch verlieren. Ja, Leistung und Beschleunigung etc. ist nicht alles. Es muss auch natürlich, was die Ladegeschwindigkeit angeht, Türanimation etc., das muss alles berücksichtigt werden. Und das hat hier wirklich dafür gesorgt, dass der Talent 3 hier deutlich, am Ende sogar, deutlich das Rennen machen wird. Wir sind jetzt schon auf dem Weg auf die Zielgerade. Und es ist wirklich am Ende sehr, sehr deutlich, obwohl man am Anfang gedacht hat, dass der D-Zero wirklich ja, klar das Rennen machen wird. Aber nee, dem ist nicht so. Wenn man jetzt wirklich die wirtschaftlichen Daten nimmt, hat der D-Zero HC natürlich immer noch den Vorteil, dass er mehr Passagiere transportieren kann. Aber alleine, was ja diese Rennen zeigen sollen, da haben wir den Zieleinlauf und herzlichen Glückwunsch an den Talent 3. Alleine was die ja, Bevorteilung angeht, wer hier schneller von A nach B kommt, hat hier wirklich der Talent 3 die Nase vorne. Sogar deutlich, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber für mich trotzdem, der Siemens C0 HC hat hier definitiv den Preis gewonnen für die bessere Optik. Obwohl unser Hamsterbeck hier natürlich auch ein schönes, schönes Fahrzeug ist. Stellt euch mal vor, ich hätte den Fünfteiligen genommen. Der hätte hier noch viel deutlicher die Nase vorn gehabt. Aber dafür sind diese Rennen ja auch da, ne? Dass wir hier gucken,
wer ist wo im Vorteil. Und auf die Türanimationen, wie lange die dauern, habe ich leider keinen Einfluss. Das ist in den Fahrzeugen fest mit drin. Und das soll schon wieder gewesen sein. Zack, wie schnell die Rennen immer vorbei sind, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Däumchen nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und dann würde ich mich sehr freuen, ein paar Vorschläge von euch zu lesen und euch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.